herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, ich habe heute wieder Empties für euch. Ich habe jede Menge Beauty-Müll gesammelt, der jetzt gleich ab in die Tonne wandert. Aber vorher will ich euch die natürlich unbedingt noch zeigen. Auch lasse ich euch wissen, ob ich die Sachen nachkaufen würde oder nicht. Gebe euch so eine kleine Mini-Review. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal den Müll durch. Ich habe so einen kleinen Berg. Zeige ich euch jetzt. Das erste Produkt, das ich geleert habe, hat mich sehr geschmerzt, weil es leer geworden ist, weil es leider bei uns nicht zu kaufen gibt. Ich habe mir das im Urlaub gekauft und habe den Rest habe mit nach Hause gebracht. Und zwar ist es von Pond's, die Original Fresh Wet Cleansing Towelettes. Das ist das hier. Das war so eine kleine Packung. Da waren, wie viele Stück waren da drin? 30 Stück. Und ja, das sind halt Abschminktücher. Schlicht und ergreifend. Ich habe mir die im Urlaub gekauft. Wie gesagt, ich hatte Bedarf. Und ich fand die richtig gut. Ich fand, dass die das Make-up sehr gut abgenommen haben. Die hatten so eine Wabenstruktur, das hat das alles so ein bisschen leichter gemacht, fand ich. Und ich fand den Duft super. Also das roch richtig so frisch. Ein total guter Duft. Und wenn es die bei uns zu kaufen geben würde, glaube ich, wären das wirklich meine Standard-Abschminktücher, weil ich die super fand. Die haben nicht irgendwie die Haut irritiert. Ich habe da nicht drauf reagiert. Die haben die Haut nicht ausgetrocknet. Also die waren einfach richtig gut. Und wie gesagt, wenn es die bei uns geben würde, würde ich mir die definitiv nachkaufen. Aber leider nicht. So, dann habe ich das Garnier mit Zellenwasser geleert. Das war nur so ein kleines Mini-Format, das ich noch hatte. Aber das wollte ich leer kriegen. Und ja, darüber kann ich nichts Schlechtes sagen. Ich benutze das immer, ich benutze nicht nur das und gebe dann Creme drüber, sondern ich benutze immer so mit Zellenwasser, bevor ich mich dann nochmal mit Waschgel wasche. Also sprich nur zum Entfernen des Make-ups, allerdings nicht fürs Augen-Make-up, sondern nur fürs Gesichts-Make-up. Und ja, das nimmt es gut ab. Hat seinen Job getan, was es tun sollte. Ich hatte hier für normale und empfindliche Haut. Es gibt ja so ein paar verschiedene Richtungen, also ich glaube, gibt ja noch für irgendwie Mischhaut oder so. Aber ich hatte, wie gesagt, normale und empfindliche Haut. Und ja, ich kann nichts Schlechtes drüber sagen, es hat seinen Job erledigt. Würde es mir nachkaufen? Ja, weil es gut ist. Habe allerdings jetzt von Balea dieses Micellenwasser, das ich immer nachkaufe, was halt billiger ist. Und ich persönlich erkenne keinen Unterschied. Aber es ist was Gutes, also kann ich empfehlen, ist super das Zeug. So, dann habe ich geleert meine Tagespflege, und zwar ist es von La Roche-Posay die Hydraphase UV Intense Légère. Das ist die hier, und das ist schon die, keine Ahnung wie viel die Packung ich da jetzt nachkaufe, weil ich die regelmäßig benutze. Sie ist mit Lichtschutzfaktor, was mir sehr sehr wichtig ist. Da ist SPF 20 drin, und es ist mir einfach wichtig, dass ich wirklich, wenn ich rausgehe, egal ob Sommer oder Winter, wirklich einen Sonnenschutz im Gesicht habe. Deswegen kaufe ich die, und ich finde, die ist auch sehr gut, sehr feuchtigkeitsspendend. Sie könnte einen Ticken besser einziehen für meinen Geschmack, muss ich sagen. Also ich habe immer so ein leicht glänzendes Finish, aber sie pflegt sehr gut. Sie ist sehr angenehm, sie macht absolut keine Pickelunreinheiten, Reizungen, weshalb ich die weiter benutze. Also ich sage mal, die positiven Effekte überwiegen der Tatsache, dass sie vielleicht so einen Ticken Fettglanz macht. Aber ansonsten finde ich das eine sehr gute Creme. Deswegen habe ich die selbstverständlich schon nachgekauft, weil ich die ja brauche zum Benutzen. Dann habe ich geleert von MAC den Brush Cleanser. Und der kommt jetzt nicht in den Müll, der wandert in meinem Back-to-MAC-Tütchen sozusagen. Und ja, das ist ein Brush Cleanser. Mittlerweile gibt es ja irgendwie gefühlt von jeder Firma Brush Cleanser. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie einen anderen getestet. Ich habe immer den genommen, und ich habe mit denen jetzt auch schon nachgekauft, weil ich den sehr gerne mag und mir den immer wieder nachkaufen würde, weil ich den ja sehr gut finde. Er macht meine Pinsel sauber. Ich mache mit denen meine Pinsel schon seit Jahren sauber. Wenn ich halt einfach keinen Bock habe, die unter das Wasser zu halten, dann gebe ich mir da ein bisschen was auf ein Kosmetiktuch, reibe die Pinsel rein, und der Fall ist erledigt. Und es funktioniert super. Meine Pinsel haben noch keinen Schaden genommen, weshalb ich mir den gerne wieder, oder gerne, ich mir den wieder nachgekauft habe. Also da habe ich schon wieder eine volle Flasche rumstehen. Dann habe ich worüber ich sehr traurig bin, auch dass es leer ist. Und zwar kommt jetzt eine Armada von Handseifen, alle von Bath & Body Works. Bei uns ja leider nicht zu kriegen, aber solltet ihr trotzdem irgendwie rankommen, kauft euch die. Die sind super. Ich habe zum einen geleert die Gentle Forming Hand Soap in Fresh Sparkling Snow. Die roch nach Icy Pear and Melon Frosted with Winter Mask. Die hatte ich mir ja aus dem Urlaub mitgebracht, jetzt auch für die Winterzeit. Und oh Gott. Also der Duft aller Bath & Body Works Produkte ist der Hammer. Egal was man da hat, Duschgel, Seife, das ist, oh mein Gott, ich bin Bath & Body Works Fan. Wenn ihr meine Videos schon länger guckt, dann wisst ihr das. Und ich bin sehr traurig, dass die leer ist. Würde mir die sofort nachkaufen.
Und kann nur sagen, solltet ihr einmal die Möglichkeit kriegen, euch Bath & Body Works Pflegeprodukte zu kaufen, kauft sie euch. Sie sind ein bisschen teurer, aber sie sind es wirklich wert. Dann habe ich geleert die Deep Cleansing Hand Soap in Christmas Morning. Und die war ein bisschen anders, weil dieses Antibakterium, da ist noch was drin, aber ich kriege das nicht mehr raus, es funktioniert nicht mehr. Da ist so ein bisschen antibakterielle Wirkung mit drin. Die wirkt so ein bisschen antibakteriell. Und die mochte ich auch wirklich sehr gern. Die hier roch nach Crisp Christmas Fear with a Touch of Cranberry. Das war der Duft dieser Seife. Und ach, die ist auch genial. Wirklich, die ist super. Und last but not least haben wir geleert Winter Citrus Wrath. Die roch nach Beautiful Balsam Wrath, Accented with Fresh Citrus. Super lecker, super gut. Hat die Hände gut gepflegt, nicht ausgetrocknet. Ich hatte wirklich sehr sauberes Gefühl hinterher. Und ja, richtig toll, also richtig, richtig toll. Dann noch ein Bath & Body Works Produkt. Eine Bodylotion Vanilla Bean Noel. Die roch nach Vanille, Caramel, Sugar Cookies, Whipped Cream and Snow Kissed Musk. Wirklich sehr, sehr gut. War ein super schöner Duft, hatte ich über Weihnachten benutzt. Roch total toll. Und ich mag auch die Bath & Body Works Body Lotions. Ich glaube, ich habe da in jedem Empties Video irgendwie welche. Und da sage ich auch immer, die könnt ihr wirklich kaufen, wenn ihr da irgendwie rankommt. Die sind toll, man, die sind ultra ergiebig. Man braucht absolut nicht viel und der Duft hält sich. Also man, ich creme mich immer abends ein nach dem Duschen und ich rieche am Morgen immer noch. Das ist richtig, richtig tolles Zeug. Dann habe ich geleert von Balea den milden Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Ja, den hatte ich mir gekauft, weil ich irgendwas brauchte, schnell mal zur Reinigung und mal was anderes ausprobieren wollte. Und das ist so ein Schaum. Also da kommt Schaum raus, wenn ihr da drauf drückt. Und ja, was soll ich sagen? Der Schaum war sehr angenehm, sehr weich, hat sich sehr gut auf dem Gesicht angefühlt. Hat die Haut gut gepflegt, hatte ich das Gefühl. Also hat jetzt nicht irgendwie ausgetrocknet. Es roch auch sehr gut, muss ich sagen. Also es roch tatsächlich so ein bisschen nach Mandelblüte. Sehr guter Duft. Ist aber jetzt kein Produkt, wo ich sage, boah, das hat jetzt meine Hautpflege irgendwie revolutioniert oder das hat mich jetzt super weggeflasht. Also ich muss sagen, für den Preis, Balea ist ja sehr günstig, ein solides Produkt, das ich definitiv empfehlen kann, weil es ja keine großen, oder was das keine großen, es hat halt überhaupt nichts Negatives gebracht sozusagen, es war sehr gut, aber jetzt für jemanden, der sagt, oh, ich möchte mir so richtig was Gutes tun bei der Reinigung, ist es wahrscheinlich nichts, weil es da einfach doch zu, ja, unspektakulär ist, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, gutes Produkt. Ich glaube, dass sehr junge Haut auch sehr gut damit zufrieden sein könnte, denke ich mir. Trockene Haut, ja, wie gesagt, also es hat, ich kann nichts Negatives sagen, war jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte jetzt nur noch das benutzen, weil das war jetzt der Hammer oder so. Also, ne? So, dann habe ich geleert von Got2Be, von Schwarzkopf Got2Be, das Schutzengel, die Hitzeschutzlotion. Und das ist auch die wievielte Flasche, ich weiß es nicht. Ich benutze das immer nach dem Haarewaschen, bevor ich meine Haare föhne. Ich habe keine Hitzeschäden. Meine Haare schauen gut aus nach dem Föhnen, was mit Sicherheit auch aufs Shampoo zurückzuführen ist, klar. Aber es ist ein gutes Produkt. Ich nehme das schon seit Jahren und kann das auch empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einer guten Hitzeschutzlotion seid. Also ich habe noch nichts gefunden, muss ich sagen, was irgendwie besser wäre oder so. Deswegen kaufe ich mir immer wieder das. Dann habe ich geleert von Eucerin den Hyaluron-Filler. Und das ist meine Nachtcreme. Das ist auch speziell eine Nachtpflege von Eucerin. Die deklarieren das also auch als Nachtpflege. Auffülleffekt zur sichtbaren Milderung selbst ausgeprägter Falten. Ja gut, mit Sicherheit nichts, wenn ihr jetzt irgendwie Anfang Mitte 20 seid, dann braucht ihr sowas noch nicht. Ich bin ja schon 35, sprich, mir ist sowas mittlerweile schon wichtig. Einfach, dass meine Haut halt nachts schon gut versorgt ist und eventuell auch so ein bisschen gegen diese Fältchen was getan wird. Und ich finde, die funktioniert, also die funktioniert, ja. Ich finde, dass mein Gesicht am Morgen deutlich entknitterter wirkt. Es sieht erholt aus. Es ist ein bisschen eine festere Konsistenz. Es ist ein bisschen eine dickere, reichhaltigere Creme. Das merkt man auch. Die aber trotzdem gut wegzieht. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwie so ein öliger Film auf der Haut bleibt oder so. Es fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Und ja, ich finde, meine Haut sieht am nächsten Morgen deutlich entknittert aus. Ich mag die. Das ist auch schon der, keine Ahnung, wie viel die Tiegel. Und ja, also ich kann das durchaus empfehlen, wenn ihr auch sagt, oh, ihr seid jetzt vielleicht so Anfang, Mitte 30, ihr wollt wirklich anfangen, auch so ein bisschen stärkere Sachen schon zu benutzen. Die Grenze nach oben ist offen. Also ich finde, das ist was, was schon
in die Richtung Anti-Anti-Aging natürlich geht, aber nur nicht so richtig, weil ich denke mir immer, es muss ja irgendwann noch eine Steigerung geben. Also deswegen, ich finde, das ist ein gutes Produkt und habe ich mir auch schon nachgekauft. Dann habe ich geleert eine Augencreme von Diadermin, die Lift Plus Superfiller tiefenwirksame Hyaluron-Augencreme. Ja, die habe ich mir gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich benutze ja nachts immer normalerweise von Clinique die All About Eyes. Die ist aber natürlich sehr teuer. Dann dachte ich mir so, okay, ich möchte jetzt gerne mal was anderes probieren. Dann habe ich in der Drogerie geguckt und dachte mir so, okay, Diadermin Lift Superfiller Hyaluron klingt ja mal nicht schlecht. Ich muss sagen, ich würde mir diese Creme nicht nachkaufen, denn die hat null gebracht. Null. Also ich hatte da irgendwie keinerlei Effekt feststellen können. Ich mochte die Konsistenz nicht. Sehr, sehr dicke, klebrige Konsistenz. Ultra schwer zum Verteilen fand ich die. Also die hat sich überhaupt nicht richtig schön einklopfen, auftragen lassen. Mochte ich überhaupt gar nicht, hat mir gar nicht gefallen. Und wie gesagt, es war überhaupt kein Effekt da. Das Ding hat irgendwie, glaube ich, 9,99 oder so gekostet, 10 Euro. Was ich jetzt nicht unbedingt so günstig finde für ein Produkt, das wirklich gar nichts bringt. Also da kann ich wirklich sagen, nope. Solltet ihr die benutzen und ihr findet die toll, um Gottes Willen, ja. Also das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Erfahrung, aber ich kann die wirklich nicht empfehlen. Ich werde mir die definitiv nicht mehr kaufen. Und da gebe ich dann doch lieber das Geld für meine Klinik aus, aber weiß, die bringt wenigstens was. So, dann habe ich geleert Lippenpflege von Alverde, die Lippenpflege. Das ist hier mit Bio Calendula und den habe ich schon zum gelben Stift. Den habe ich schon ganz oft nachgekauft. Das ist seit Jahren meine Lippenpflege, die benutzt auch mein Mann, also wir benutzen beide nur noch die, weil ich sagen muss, das ist die einzige Lippenpflege, der wirklich einzige Lippenpflegestift, der mir nicht das Gefühl gibt, meine Lippen wollen immer mehr, ich muss immer mehr auftragen, was ich bei zum Beispiel Labello ganz, ganz schlimm hatte. Also das ist, ich, sorry Labello jetzt, aber das ist das schlechteste Zeug, das ich jemals für meine Lippen benutzt habe. Das macht richtig abhängig, finde ich, das Zeug. Der überhaupt nicht. Also der pflegt richtig gut, total angenehm und gibt mir eben nicht dieses ja, Abhängigkeitsgefühl, dass meine Lippen immer mehr brauchen. Nee, gar nicht. Also deswegen, ich kann diesen Lippenpflegestift sowas von empfehlen. Und der ist auch preislich okay. Der kostet 2 Euro irgendwas. Und ich meine, hält ja auch lang. Also ich kaufe nichts anderes. Dann habe ich geleert, das kennt ihr auch schon von mir, mein Holy Grail Augen-Make-Up-Entferner von Rivaldi Loop mit Micellentechnologie, der ölfreie Augen-Make-Up-Entferner für jeden Hauttyp. Ich kaufe den immer im Angebot, da kostet der glaube ich 99 Cent, da kaufe ich mir immer 3-4 Flaschen auf Reserve und das ist der beste Augen-Make-Up-Entferner, den es gibt, meiner Meinung nach, und ich kann euch den absolut empfehlen. Probiert den, solltet ihr ihn noch nie probiert haben, der ist super, der entfernt das Augen-Make-Up, selbst empfindliche Augen, der reizt nicht, lässt die Haut an den Augen wirklich sehr gepflegt zurück, finde ich. Da trocknet nichts aus, da brennt nichts. Der ist einfach nur super. Der ist super. Ich kauft euch den. Oh, ich habe hier noch eine Seife. Oh, ich habe noch eine Bath & Body Works Seife gefunden. Mary Berry Kiss mit Winterberry, Snowy Vanilla und Crystallized Ginger. Auch die war super, wie die anderen Bath & Body Works Seifen. Definitive Kaufempfehlung. Einfach super Zeug. So, dann habe ich geleert ein Parfüm. Ein Parfüm-Sample von Issey Miyake, das Le Issey Floral, oh mein Gott, ja, roch sehr gut, muss ich sagen. Jetzt riecht mir irgendwie gar nichts mehr. Ich bin ganz schlecht im Düfte beschreiben, da muss ich sagen, geht vielleicht einfach mal zu Douglas oder so und riecht dran. Es war sehr gut, roch so ein bisschen blumig, kann ich mich erinnern, aber ich mochte es gerne. Ich weiß, dass ich es gerne mochte. Ja, würde ich es mir kaufen? Nee, es hat mir jetzt nicht geflasht, muss ich sagen. Es gibt ja so Düfte, die riecht man und denkt, oh Gott, ich muss das haben, ich will nur noch so riechen. Hatte ich jetzt bei dem nicht, aber es ist kein schlechter Duft, also, ne? Würde ich mir jetzt nicht kaufen, aber er war gut. Dann habe ich noch Parfüm-Samples geleert. Ich habe irgendwie total viel, ich versuche momentan so ein bisschen meine Parfüm-Samples loszukriegen. Und zwar von Burberry, das My Burberry. Und das roch richtig gut. Da muss ich sagen, hier, My Burberry, vielleicht könnte ich. Und da muss ich sagen, das war tatsächlich ein Duft, leider riechen die nicht mehr wirklich, wo ich sagen würde, den würde ich mir tatsächlich kaufen. Der hat mich so richtig schön,
Ja, das war so ein wärmerer Duft und der hat mich so richtig schön umschmeichelt. Den mochte ich ultra gern und also ich werde ihn mir jetzt nicht kaufen, weil ich einfach so viele andere Düfte noch habe, die ich leer machen möchte. Aber wenn ich irgendwann mal ganz viel aufgebracht habe, dann würde ich mir den tatsächlich kaufen. Den habe ich im Hinterkopf behalten. Und Lancôme La Vie Belle, fand ich auch sehr gut. Ist auch so ein Duft, wo ich sage, würde ich mir tatsächlich überlegen, den zu kaufen. Fand ich so ein bisschen, man riecht noch ein bisschen was, so ein bisschen pudrig, schwerer, aber nicht zu schwer. War sehr, sehr gut. Hat mich überrascht. Ich weiß nicht, ich bin bei Lancôme überhaupt nicht auf die Düfte irgendwie. Lancôme ist so eine Duftmarke oder so, wo ich noch nie wirklich so Kontakt aufgenommen habe oder mal irgendwie, ne? Aber das fand ich richtig gut. Also, ne, wär auch so ein Kandidat, wo ich sage, ja. Und dann last but not least, letztes Produkt, CoverGirl, die Super Sizer Mascara. Ich hatte die auch in meinem Jahresfavoriten Augenteil, falls ihr das Video gesehen habt, weil es eine super Mascara ist. Ich bin sehr traurig, dass sie leer wurde, weil ich die ultra, ultra gerne mag. Das hier ist das Bürstchen, das ist ein reines so ein Kunststoffbürstchen. Es war anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Borsten an einer Seite höher sind als auf der anderen. Vielleicht könnt ihr das jetzt so ein bisschen erkennen. Also hier sieht man nicht viel Borsten hochstehen oben. Hier wiederum schon, wenn man die dreht. War anfangs so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, musste ich sagen. Aber wenn man es ein paar Mal benutzt hat, gewöhnt man sich dran. Und wow, macht die tolle Wimpern. Ist das eine tolle Mascara? Ich habe mir aus dem Urlaub ein paar Backups mitgebracht, weil ich die immer benutzen möchte. Und die ist wirklich eine Top-Top-Mascara. Aus der Drogerie leider bei uns nicht. Warum gibt es die bei uns nicht? Aber richtig super. Auch da muss ich sagen, wenn ihr da irgendwie rankommt, kauft euch die. Da kauft ihr euch nichts Schlechtes. Also könnt ihr euch drauf verlassen. Und ja, das sind meine platt gemachten Produkte. Die wandern jetzt gleich alle in den Müll. Ich bin froh, dass ich die jetzt entsorgen kann. Hoffe aber natürlich wie immer, dass ich euch vielleicht mit dem einen oder anderen Produkt so einen kleinen Kaufanregung geben konnte oder euch weiterhelfen konnte, dann freut es mich wirklich sehr, denn dafür drehe ich diese Videos. Ja, ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch, wenn ihr es gut und hilfreich fandet. Oder auch gerne ein Abo, wenn das das erste Video ist, das ihr seht, dann klickt auf diesen kleinen Abo-Button. Vielen Dank. Und ja, ansonsten gibt nicht mehr viel zu sagen. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Wichtigste. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!